Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 30.100 US-Dollar. Es hat sich wirklich wenig getan die letzten zwei Tage, deswegen gab es kein Update-Video. Hätte sich im Endeffekt auch nicht gelohnt, weil ihr seht ihr, es hat sich einfach wirklich nichts getan. Wir haben eine Seitwärtsphase gesehen, wir kämpfen weiterhin um die EMA Ribbons. Trotzdem, jetzt wird's spannend. Deswegen unbedingt dranbleiben. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, damit ihr immer wieder benachrichtigt werdet. Ja, wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 30.100 US-Dollar. Wir hatten am Wochenende ja eigentlich echt wenig. Also wir hatten, wir hatten hier eine kleine Konsolidierungsphase um die EMA Ribbons. Gestern Abend dann diesen kleinen Pump in diese 3- und 4-Stunden-Supply-Zone. Die wir dann erstmal abgegrast haben, sind zweimal reingekommen, zweimal wurden wir abverkauft, nach unten hin hatten wir nochmal so einen kleinen Dump bis in die Region von ungefähr 28.600 US-Dollar. Diese Zone hier unten wird einfach weiterhin entscheidend sein. Nachdem wir jetzt hier schon zwei kleinere Fakeouts hatten bisher, wird es nun wichtig sein, dass wir hier erstmal richtig einen voluminösen Ausbruch auf jeden Fall sehen. Zumindest mal in Richtung des Monats S2 bei ungefähr knapp 31.000 US-Dollar. Möglicherweise dann nochmal in diese Supply-Zone kommen, damit wir diese ehemalige Widerstandszone zu Support flippen und dann weiterhin nach oben steigen. Und dann ist es halt auch wichtig, dass wir das Volumen halten auf jeden Fall und nicht weiter wieder abverkauft werden, beziehungsweise das Volumen dann deutlich wieder zurückgehend ist. Das wollen wir auf jeden Fall nicht sehen. Haben wir jetzt das ganze Wochenende gesehen? Ihr seht hier unten das Volumen absolut Mangelware, also es ist wirklich sehr, sehr wenig Volumen im Markt. Wir haben noch kein höheres Hochgebilde, wir bilden zwar hier leicht höhere Tiefs, aber das ist halt einfach aufgrund dieses Symmetrical Triangles. Wir können uns von diesem Symmetrical Triangle einfach mal ganz kurz das Preisziel ist ein bisschen konservativer, manche fangen von, so, von da unten an, ich nehme jetzt einfach mal so diesen Hauptausbruchspunkt und dann würden wir auf genau 32 bzw. 33.000 US-Dollar kommen. Das ist genau diese gelbe Zone, wo wir damals darüber gesprochen haben, dass die enorm wichtig ist, das war hier drüben dieser letzte Tiefpunkt. Seht ihr hier ganz gut, wo wir dann aufgekauft wurden und dann, sobald wir drunter gefallen sind, ging dieser rasante Abverkauf weiter. Deswegen, wir würden jetzt genau wieder an diesen Punkt kommen und das ist weiterhin so dieser entscheidende Punkt, wo wir auf jeden Fall nachhaltig drüber kommen müssen. Ob ich das jetzt momentan glaube, ob wir jetzt da wirklich hingehen, wage ich momentan sogar noch ein bisschen zu bezweifeln. Also ihr seht hier oben, wir haben hier mehrere Widerstandszonen. Wir haben hier oben nochmal eine kleinere oder eine größere Supply-Zone. Breakout hier drüber mit einem bestätigten, ähm, sagen mal, mit einer Bestätigung der ehemaligen Supply Zone. Und dann ein höheres Hochbilden, aber dann auch wieder mit ansteigendem Volumen. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall erstmal die 33.000 US-Dollar sehen. Ansonsten wirklich aufpassen vor möglichen weiteren Fake-Outs, vor allem nach unten hin. Ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, die Zone hier unten ist relativ labil mittlerweile, nachdem wir hier schon vier, fünf Mal hier unten waren und immer wieder leicht aufgekauft wurden. Sollten wir jetzt nochmal hier drunter kommen und wir haben unser 7E-Gap momentan bei, ich glaube, 29.200 US-Dollar, müsste noch nicht gefüllt sein. Deswegen ist auch nochmal hier so ein kleinerer Abverkauf in die Region hier runter nochmal möglich. Fraglich ist dann wirklich, hält diese Zone dann wirklich nachhaltig? Weil sollten wir sollten hier nochmal runterkommen. Wie gesagt, die Zone ist labil. Wir haben sehr, sehr wenig äh, support -Zone hier unten noch. Sobald die Zone bricht, vielleicht mit einem 4-Stunden-Close, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir hier wirklich nochmal nachhaltig in diesem Bereich zwischen 24.000 und 25.000 US-Dollar runtergehen. Einfach um diesen Wick zu füllen, um Liquidität hier unten reinzubringen. Und dann mit einem überdimensionalen, ich sage jetzt mal doppelten Boden. Vielleicht nach oben hin auszubrechen. Die Wahrscheinlichkeit für mich weiterhin ist viel, viel größer, dass wir hier nochmal nach unten hingehen, anstatt dass wir jetzt hier sofort auf 40k hochbrettern. Trotzdem dürfen wir es äh, nicht aus Augen verlieren, sobald wir hier vielleicht sogar einen Daily Close über 33.000 US-Dollar sehen, werde ich wieder etwas bullischer, zumindest bis in diesen Bereich hier nach ganz oben, bis ungefähr dann 39.900 bis ungefähr 39.000 US-Dollar. Das ist so die Zone, wo man dann überlegen kann: okay, schließt man die Position dann zum größten Teil. Aber es ist weiterhin, wie gesagt, zu früh. Erstmal hier so ein bisschen Bestätigung, dann kann es relativ flott gehen aufgrund hier ein Void und immer wieder kleineren Voids dazwischen. Also abschreiben möchte ich es nicht. Trotzdem die Wahrscheinlichkeit momentan, dass wir nochmal einen Satz nach unten sehen, ist deutlich größer. Die Aktienmärkte auch äh, brachial nochmal am letzten Donnerstag, glaube ich, ins Minus geschossen mit 4, 5% im Minus teilweise. Dafür hat sich Krypto dann wiederum deutlich besser gehalten. Also, ihr seht es hier: wenig Bewegung und die Aktienmärkte deutlich nochmal einen Schub nach unten bekommen. Schauen wir mal, was die neue bringen könnte die neue Woche bringt, könnte auf jeden Fall eine spannende Woche werden. So, schauen wir uns Ethereum an. Hier sogar noch weniger. Also hier hat sich wirklich gar nichts getan. Wir trainen hier in einer Range zwischen 1900 bis ungefähr 2000 US-Dollar. Über uns auch hier deutlich mehr Widerstände zu erkennen. Die erste geht bis ungefähr 2176 US-Dollar. Das ist dieser Hochpunkt, danach haben wir ein kleines Void. Und die nächste 4 Stunden Supply geht dann bis 2450 US-Dollar, wo der Monats-S1 Pivot auch direkt da liegt. Schaffen wir es hier wirklich drüber, dann gehe ich davon aus, mit, einer, mit einem bestätigten Breakout, sage ich mal, also hohes 4-Stunden-Volumen, vielleicht noch ein Daily Close darüber. Und vor allem, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, hier liegt auch momentan ein 200 SMA plus 200 EMA. Heißt, wir könnten hier locker nach oben gehen, 2500 Reston und dann den nächsten Abverkauf sehen, weil ihr wisst, also 4 Stunden, 200 SMA und EMA, sind so diese Indikatoren, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten auch mit den ares kombinationen in Kombination, um eine mögliche Short-Position dann vielleicht aufzubauen. Schaffen wir es jedoch äh, darüber, sehe ich uns relativ flott hier in dem Bereich bei 3.000 US-Dollar wieder und dann sind wir schon wieder, äh, ja, knapp 50% höher, als wo wir jetzt stehen. Also es kann relativ flott nach oben gehen durch diese rapiden Abverkäufe, können wir natürlich auch viel, viel schnellere Erholungen wieder nach oben hin sehen. So. Dann ein paar Altcoins. Schauen wir uns Cardano an. Auch hier wenig Bewegung. Also auch der Altcoin-Markt momentan ziemlich am einschlafen. Klar, wir hatten noch hier unseren Downtrend, wo wir uns jetzt momentan direkt da, äh, daran befinden. Zoom nochmal ein bisschen ran, damit man es ein bisschen besser sieht. So. Äh, ein kleines W-Pattern, aus welchem wir nicht ausgebrochen sind, weil einfach die 4 stunden mail weiterhin viel, viel zu stark sind. Kein Kaufvolumen im Markt, RSI im mittleren Bereich. Also auch hier sehen wir momentan kein, keine wirkliche Chance, dass wir hier wirklich nachhaltig nach oben hin ausbrechen. Wenn, dann wäre erstmal das erste Ziel, Downtrend verlassen. Vielleicht äh, nochmal eine Bestätigung, wobei die Bestätigung meistens nach so einem langen Downtrend wirklich immer ausbleibt. Also nicht darauf hoffen. Dann lieber ein bisschen früher in den Markt rein, engeren Stop-Loss vielleicht setzen oder kleinere Positionen da nach oben hin aufbauen. Und dann wird es entscheidend hier in diesem Bereich bei 0,66 Dollar. Das ist die große Verkaufszone, bzw. die große Liquiditätszone, die wir erst einmal durchbrechen müssen, um dann auch ein signifikant höheres Hoch zu bilden damit dieser Downtrend wirklich auch bestätigt erst einmal gebrochen ist. Ja, dann XRP, ebenfalls gleiches Spiel. Hatten wir einen Downtrend, den haben wir durchbrochen, aber wiederum seitlich kein gutes Zeichen, auch hier mögliches Symmetrical Triangle, was heute im Laufe des Tages auf jeden Fall ausbrechen sollte. Das, das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Hier habe ich auch erstmal lieber nur die Wicks mit verbunden, weil ihr kennt, ich bin eher so ein Fan. Ich nehme mir lieber die Liquidität von oben mit, weil wenn man das dann doch wieder ein bisschen zu nah, dann sagt jeder, oh, wir haben ganz viele Fakeouts. So sieht es dann schon wieder danach aus. Okay, wir hatten noch gar kein richtiges Breakout gehabt. Passt auch vom Volumen her überein, deswegen gefällt mir das viel, viel besser. Vier Stunden e Ribbons verlaufen parallel zu unserem Symmetrical Triangle. Auch hier schauen wir uns mal ganz kurz das Preisziel dazu an. Würde dann nach oben hin ausbrechen, wenn wir, wir bei ungefähr 0,52 Dollar, passt auch hier mit dieser Liquiditätszone, da wird es nur dann entscheiden werden, schaffen wir hier ein höheres Hoch, dann ist der Downtrend gebrochen, sobald wir dann danach noch ein signifikant äh, höheres Tief bilden, nach unten hin sieht es dann schon wirklich bearish aus, wäre aber meines Erachtens, Komplett im Szenario, was ich weiterhin einplane, dass wir nach unten hin ausbrechen. Wir haben hier drüben diesen Rick Plus. Wir kommen hier in eine signifikante neue äh, grüne Kaufzone. Hier in diesem Bereich hatten wir viel, viel Trading-Volumen. Kommen wir auch direkt dann wieder rein. Also, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir hier wirklich nochmal in diesen Bereich reinkommen und würde jetzt auch mit dem Symmetrical Triangle übereinstimmen. So. Dann, was können wir uns noch angucken, FTM hat etwas übers Wochenende kommt, auch hier äh, ein kleines Symmetrical Triangle, Preisziel sollte, glaube ich, mittlerweile erreicht sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich aber selber nicht auf dem Schirm gehabt, ja knapp, je nachdem wie man es nimmt, trotzdem muss man hier dazu sagen, FTM bin ich etwas enttäuscht, also nur mal zur Erklärung, wir können uns hier das Fib, äh, Fibonacci Retracement Level ziehen, von unserem Höchstpunkt zu unserem Tiefpunkt, wir haben es nicht mal ganz in unser Golden Pocket geschafft und wurden immer wieder abverkauft. Risiko ist jetzt, wir haben auf jeden Fall einen hohen RSI. Short-Position ist auf jeden Fall möglich. Dann aber wirklich den Stop-Loss hier äh, knapp drüber legen bei ungefähr 0 Dollar. Ja, ich würde sogar in den Bereich von 0,50 Dollar gehen. Ein bisschen drüber. Einfach übers Golden Pocket, damit nur nicht rejected wird. Problematisch ist einfach, wenn wir jetzt das fib level wegmachen bei 0,47 bis 0,48. Wir haben ja halt auch noch ein Void, beziehungsweise eine riesige Abverkaufsstelle. Das heißt, wir könnten hier locker in diesem Bereich noch hier oben vorstoßen bei 0,61 Dollar. Das ist so momentan die große Unbekannte. Wobei ich da wirklich ein bisschen Abstand nehmen würde von irgendwelchen Short-Positionen. Trotzdem, wer es machen will, knapp übers Golden Pocket äh, ein Stop-Loss setzen. Vielleicht ein kleinerer Hebel auch erstmal nehmen. Und dann könnte das vielleicht sogar gut aussehen. Auch aufgrund des Ares-IDM 4-Stunden-Chart deutlich, deutlich übergekauft ist. So, so viel dazu. Wenn ihr irgendwelche altcoin wünsche habt, morgen gibt es dann wieder täglich Videos. Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Ethereum Crash. Vitalik Buterin ist kein Kryptomilliardär mehr. Oh, der Arme. Hm. Vielleicht sollten wir ein paar Ethereum spenden. Nicht nee, Spaß. Wenn euch der Artikel interessiert, ich glaube, ich habe ihn euch schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, schaut auf jeden Fall vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem gewohnten Update. Donnerstag gibt es dann auch wieder Livestream. Habe ich jetzt mal letzte Woche ausfallen lassen aufgrund Urlaub. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Genießt die Sonne oder je nachdem, wie bei euch das Wetter ist. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und wie immer. Stay Crypto. Ciao, ciao.